Die Aktienmärkte erleben heute wieder die Rückkehr zur Zwei-Klassen-Gesellschaft, denn die Tech-Euphorie ist wieder da. Alleine Amazon konnte heute 85 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewinnen. Warum? Weil es möglich ist. Es gab eigentlich keine Nachrichten und jetzt steht man ja am Beginn der Berichtssaison für die US-Tech-Werte. Heute Nacht IBM oder heute spätabends IBM, am Mittwoch dann Microsoft, Tesla. Da wird einiges geboten sein. Amazon übrigens erst in der nächsten Woche am 30., also noch nicht in dieser Woche, wie oftmals gemeldet wird. Aber sei es drum, schauen wir uns mal das an, was derzeit über dieses Sommerloch zu berichten ist. Wir haben auf der einen Seite den EU-Gipfel, dazu gleich mehr, aber wir haben eben das Marktgeschehen an der Wall Street und hier sehen wir, dass die Euphorie besonders groß ist im Bereich Tech. Hier haben wir den Fear and Greed Index für den Tech-Sektor. Also nicht den generellen Fear and Greed Index, der von CNN ermittelt wird, sondern hier ein Fear and Greed Index für den Nasdaq von Bloomberg ermittelt. Und hier sehen wir, sind wir auf einem absoluten Allzeithoch. Da sind wir also euphorischer unterwegs als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase im März 2000. Also kann nicht schiefgehen. Das ist die Hoffnung der Investoren. Tech ist der Gewinner der Corona-Krise, ja, schauen wir mal, ob das so ist. Natürlich werden die besser gelaufen sein oder die Geschäfte werden besser gelaufen sein als bei Firmen, die komplett im Lockdown waren. Aber das dürfte eben doch auch an den Tech-Werten nicht ganz spurlos vorbeigehen. Aber man hat die Erwartungen wunderschön gesenkt, da kann man dann nur drüber hupfen. Schauen wir uns mal zum Vergleich den Fear and Greed Index an, eben den von CNN, der den Gesamtmarkt umfasst. Da sind wir bei 60, ja, Gier kann man sagen, aber nicht extrem. Also wir sehen heute etwa den Dow Jones ganz leicht im Minus. Wir sehen den Russell fast 1% im Minus, dieser amerikanische Nebenwerteindex. Und der Nasdaq 100 gut 1,5% im Plus. Das meine ich mit Zwei-Klassen-Gesellschaft. Wir hatten in der letzten Woche ja diese Pause. Da ist der Nasdaq nicht so gut gelaufen. Die Tech-Werte sind nicht so gut gelaufen. Da ist der Dow Jones etwa besser gelaufen als eben der Nasdaq. Aber das ist heute wieder vorbei. Man spielt das Spiel linke Tasche, rechte Tasche. Einmal zockt man den Markt nach oben und dann wieder den anderen. Hauptsache, es bleibt was hängen. Die Profi-Investoren sind scheinbar gezwungen, hier in den Markt reinzugehen. Interessant ist allerdings, dass heute nach dem gängigen Muster eigentlich der Hochpunkt für den Nasdaq ist. Wenn man das auf das ganze Jahr mal sieht, in den letzten Jahrzehnten, dann ist heute sozusagen der Gipfel erreicht. Das muss natürlich nicht wieder so sein, aber es ist eine interessante Anekdote. Wenn wir uns Tech mal anschauen, dann sehen wir diese immense Dominanz dieser großen Player, eben Apple, eben Microsoft, die am Mittwoch kommen, wie gesagt, eben Alphabet, eben Amazon und auch ein bisschen Facebook. Der Rest schwimmt irgendwie so mit, ist gar nicht mehr wirklich relevant. Das sind die Werte, auf die es ankommt. Eine Amazon heute, wie gesagt, über 85 Milliarden an Marktkapitalisierung hinzugewonnen, über 5% im Plus. Es gab ein paar Aufstufungen, ja, da hat man seitens einiger Analystenhäuser wie Credit Suisse, die zum Beispiel Amazon nach oben gestuft hat, ein bisschen zugeschlagen. Und wir haben, und das ist eben der entscheidende Punkt, im Grunde seit gut einem Jahr Nettozuflüsse nur in den Tech-Sektor und in Healthcare, also in Gesundheitssektor. Da gibt es ja diesen immer wieder auftauchenden Optimismus in Sachen Vaccine, in Sachen Impfstoff, der alles lösen wird. Im Herbst wird es schon soweit sein oder spätestens im Frühling 2021 wird es soweit sein. Naja, dafür, dass die Menschheit noch nie einen Impfstoff gegen irgendein Coronavirus entwickelt hat, das ist noch nie gelungen. Insofern sind solche Aussagen natürlich ein bisschen optimistisch. Insgesamt sehen wir jetzt, dass die Marktkapitalisierung der Wall Street bei 150% des BIPs liegt, und zwar des BIPs aus dem ersten Quartal. Das war ja noch etwas besser, als wahrscheinlich das BIP im zweiten Quartal ausfallen wird. Wenn wir dann die BIP-Zahlen aus dem zweiten Quartal bekommen, dann dürfte diese Relation möglicherweise weit über 200% steigen. Das gab es noch nie. Wir bewegen uns jetzt also in der obersten Perzentile der Bewertungen. Das für all jene, die natürlich sagen, was interessiert mich das? Ja, ich sitze auf Gewinnen. Ja, aber wer jetzt kauft, der kauft halt nicht ganz günstig, aber es ist eben das manipulierte Spiel der Notenbanken. Ob wir da von Märkten überhaupt noch sprechen können, ist eben eine andere Frage. Insgesamt sehen wir, dass jetzt im zweiten Quartal die Profitmarge der US-Unternehmen noch nie oder so schlecht ist wie seit 2015 nicht mehr. Nicht mal annähernd werden da Werte erreicht, die wir vorher gesehen hatten, macht aber nichts. Wir kaufen ja nicht Aktien wegen Bewertungen, sondern weil es möglich ist, gell? Also dementsprechend schauen wir da nicht auf solche
rationalen Kennziffern. Hier nochmal eine Aufstellung von dem, was in dieser Woche alles kommt. Hochpunkt, dann am Mittwoch eben erstmal Tesla und vor allem Microsoft. Das werden die Werte sein, die da rocken. Am Donnerstag Intel und Twitter von Interesse. Heute hatten wir schon ein paar andere Werte, aber nachbörslich kommt im Tech-Sektor erstmal IBM. Das dürfte dann der erste Mover für die Märkte werden. In Sachen Impfstoff, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, gibt es natürlich wieder einen neuen Optimismus. Aber der hat nicht dafür gesorgt, dass der Gesamtmarkt nach oben springt, sondern der hat scheinbar nur den Tech-Werten geholfen. Vielleicht hilft der Impfstoff nur Tech-Unternehmen. Ja, das ist ja durchaus möglich. Hier gibt es einen Impfstoffversuch aus Oxford, der hier gute Ergebnisse angeblich zeigt, aber man schreibt dann eben im Kleingedruckten, dass es keinerlei belegt, dass hier eine Wirksamkeit irgendwann erzielt werden kann. Aber wer liest schon das Kleingedruckte, meine Damen und Herren? Sie ja auch nicht, ich ja auch nicht. Ich unterschreibe immer blanko, gell? Weil ich schaue halt nicht ins Detail, sondern kümmere mich nur um das große Ganze. Und wir sind uns sicher, dass dieser Impfstoff kommt. Das ist ja völlig klar. Ohne Impfstoff geht ja nichts. Also muss der Impfstoff her. Also wird er kommen. Und das wird nötig sein. Denn entgegen der Aussagen von Donald Trump, die er gestern wieder in einem Interview bei Fox getätigt hat, dass die USA die geringste Sterberate hätte in Sachen Coronavirus, sind die USA an fünfter Stelle. Es gibt die UK, die führen diese unschöne Tabelle an. Spanien, Italien, Schweden, dann die USA. Also Donald und Statistiken, das ist eine Geschichte, die nicht so richtig zusammenpasst. Aber wir sehen eben, dass jetzt insgesamt gut 80% der US-Bevölkerung jetzt in Bundesstaaten lebt, die bestimmte Öffnungsmaßnahmen wieder zurückgedreht haben. Und das sehen wir in einigen Branchen, besonders etwa in der Flugindustrie. Hier sehen wir, dass in den USA der Flugverkehr das erste Mal seit April wieder rückläufig war. Insgesamt sind ja so 60-70% der Flugreisen, mindestens in den USA, sind Geschäftsreisen. Also das ist ein Sektor, der wahrscheinlich deutlich weniger performen wird in nächster Zeit oder in den nächsten Jahren, sodass viele eben sagen, ja, wir werden vielleicht auf Jahrzehnte oder zumindest auf Jahre nicht mehr zu diesen Niveaus zurückkehren, auf denen wir vor der Corona-Krise waren. Das könnte sozusagen hier ein bisschen die Stimmung verderben, dass wir jetzt eben sehen, dass diese Lockdown-Maßnahmen nicht wirklich komplett aufgehoben werden, dass viele wieder arbeitslos werden und die ganze Geschichte von vorne losgeht. Aber kommen wir zu Europa und der genialen EU, die es geschafft hat, sich zu einigen, dazu gleich mehr. Wir sehen jedenfalls, dass die zweijährige italienische Rendite, also die Rendite, der Zins für die zweijährige italienische Anleihe, ist heute erstmals seit März wieder negativ geworden. Wer also zweijährige italienische Schulden kauft, der darf dafür bezahlen. Ich würde mich da gleich ganz vorne in die Reihe anstellen und bitte ein bisschen Staatsanleihen. Ich zahle auch alles Geld, ich zahle. Jedenfalls ist hier auch die Renditedifferenz, der sogenannte Spread zu deutschen Anleihen, so gering wie schon länger nicht mehr. Und ja, es gibt vielleicht diese Einigung auf dem EU-Gipfel. So wie es aussieht, wird man 390 Milliarden verschenken, Zuschüsse. Nicht, also die werden zurückgezahlt oder eben auch nicht, wahrscheinlich nicht. Egal, aber die 360 Euro und dann noch ein paar Nullen dran, nämlich 360 Milliarden Euro, die müssen zurückgezahlt werden. Aber es bleiben noch ein paar offene Fragen. Man hat ja viel später diesen Gipfel heute begonnen, sollte eigentlich um 14 Uhr beginnen, dann um 16 Uhr, dann jetzt um 18 Uhr. Jedenfalls geht es noch um Rabatte, um Eigenmittel, Verknüpfung von Rechtsstaatlichkeit und EU-Mitteln. Da freuen sich die Polen und die Ungarn besonders. Und man erwartet, dass die Verhandlungen weitergehen bis tief in die Nacht. Mal sehen, was für eine Überraschung uns da noch erwartet. Ansonsten Silber auf 20 Dollar gestiegen, erstmals seit 2011, glaube ich, im Mindesten der Future. Auch Gold deutlich gestiegen, der Euro auf dem höchsten Stand zwischenzeitlich seit Januar 2019. Also wir sehen schon ein paar Marktbewegungen, aber es ist doch dünn, es ist dünnvolumig, es ist irgendwie so ein bisschen fad. Es ist ein Sommerloch, was soll man dazu sagen? So richtig geht es eben dann los mit der US-Berichtssaison. Das soll mal ein kurzer Abriss gewesen sein. Auf die Charts von Capital.com verzichte ich heute. Sie schauen die Charts ja wahrscheinlich ohnehin selber. Ich sage deswegen Servus und Tschüss.